Hallo Leute, es geht weiter mit den Minitins farbenfrohes Paldea. Und zwar die Nummer 4 hier mit dem Delfinator ganz präsent vorne drauf. Und im Hintergrund noch ein Pachirisu. Und ja, das also das Design der vierten Minitin. Und enthalten wie immer, man kennt es von den anderen Videos, von den anderen Minitins, zwei Booster Packs: Obsidian Flammen und Paradox Rift. Eine Bildkarte hier von dem Motiv vorne sowie eine Stickerkarte. Und wir schauen uns das Ganze mal an, legen das Bild zusammen, was ja mittlerweile dann auch schon aus vier Teilen besteht, ist damit fast komplett. Und wollen natürlich gucken, was in den Boostern drin ist. Ach, kommen die auf. So, da haben wir es. Das ist die Bildkarte. Und hier steht es, da haben wir Pachirisu, Pokémon Nummer 417, ein Elektrohörnchen-Pokémon. 0,4 Meter groß, 3,9 Kilo schwer. Und dann haben wir noch den Delfinator, das 964. Pokémon, das ist ein Superheld-Pokémon. Größe 1,80 Meter und Gewicht 97,4 Kilogramm. So, das sehen wir gleich zusammen mit dem Rest zum etwas größeren Bild. Hier das Ganze nochmal als Sticker. Und dann haben wir hier Paradox Rift und Obsidian Flammen. So, Sticker lege ich dann wieder oben auf die Tindose drauf. Tindose geht auf die Seite. Dann schnappe ich mir hier die Puzzlekarten. Dann legen wir die zusammen. Hier ist es ja so. Fangen wir hier oben an. Es geht runter und noch weiter runter. Und jetzt die große Frage. Es geht wieder aufwärts jetzt. Okay, und dann beim nächsten wahrscheinlich nochmals aufwärts, haben wir wie so einen kleinen Bogen, der nach unten geht wahrscheinlich, was die Bilder angeht. Okay. So, das also das Bild nach vier Minitins. Ein Teil fehlt noch, der kommt dann im morgigen Video. Aber bevor wir für das morgige Video reden, erstmal zwei Booster Packs, Karmesin und Purpur. Den Anfang machen wir diesmal wieder mit Paradox Rift. First Pack Magic. So, Codekarte geht weg. Energiekarte nach vorne. Und ich sage, Metallenergie. Jawohl. Endlich mal. Sehr gut. Ein Geweiher. Der Geweiher. Magby. Flamingo. Porygon. Zebritz. Lokroko. Ambidiffel. Dann haben wir ein Gierspenst auf dem ersten Reverse-Slot, ein Geweiher auf dem zweiten Reverse-Slot und auf dem Rare-Slot. Ohohohoho. Na also, der gute Fight, wie auch immer, als Ultra-Rare, glaube ich, müsste das sein. Ziehe zwei Karten, nimm eine Basis-Energiekarte aus dem Ablagestapel auf deine Hand. Das ist der Effekt dieser Trainerkarte, eine Unterstützerkarte. Sehr, sehr cool. Ein Hit aus Paradox Rift und was für eine. Genial. Cool. Ja, aber wir haben noch einen Obsidian Flammen. Können wir tatsächlich diesmal sogar zwei Hits kriegen, um die Nullrunden aus anderen Minitins jetzt vielleicht ein bisschen zu kompensieren? Wir werden es sehen. Last Pack Magic. Die Codekarte geht auf die Seite. Energiekarte nach vorne. Es ist Obsidian Flammen. Ich sage Feuerenergie. Irgendwann muss ich doch mal richtig liegen. Metall. Elektroenergie war es jetzt ziemlich oft bei Obsidian Flammen, glaube ich, oder? Kann das sein? Naja. Wenn ein Hit drin ist, ist okay. Stadtgeschäft. Frigometri. Togepi. Mobei. Paldea Zulord. Granbull. Calamanero. Dann haben wir einen Wampitz auf dem ersten Reverse-Slot. Ah, schade, ein Darkrai auf dem zweiten Reverse-Slot. Und jetzt komm. Bitte nochmal ein Hit, dann haben wir zwei Hits aus einer Minitin. Nein, das ist nur ein Hallopenio. Also Bruch bei Obsidian Flammen bleibt bei einem mit, aber ein guter Hit. Eine Ultra-Rare-Karte ist doch Ultra-Rare, oder? Also für mich sehen die beiden Sterne Silber aus. Müsste ein Ultra-Rare sein. Wenn ich falsch liege, ihr hört es ja am Sound. Der, weiß nicht, ob es einem aufgefallen ist, der Sound, der kommt, ist ja immer an die Rarity geknüpft, sag ich mal. Das checke ich natürlich nochmal, aber ich meine, es wäre eine Ultra-Rare-Karte. Es gibt ja noch so eine Ultra-Rare oder eine Special Illustration Rare, aber ich meine, es wäre eine Ultra-Rare. Genau. Ja, das ist doch mal toll. Das war wieder endlich wieder ein Hit, nachdem wir ja zwei Nullnummern hatten jetzt. Eine Tin bleibt noch. Können wir vielleicht nochmal einen Hit holen, dass wir wenigstens aus den 10 Boostern dann drei Hits hatten oder aus 5 Tins? Nur zweimal eine Tin hatten, wo kein Hit drin war. Das wäre natürlich super gut. Mal gucken, was das bringt. Deswegen schaltet morgen gerne wieder ein. Ich würde mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.